Wo immer in der Welt Menschen gegen Unterdrückung und Benachteiligung kämpfen, berufen sie sich auf die Menschenrechte. Und auch in Deutschland hört man diesen Begriff häufiger, wenn es zum Beispiel um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, die Integration von Ausländern oder die freie Ausübung des Glaubens. Doch welche Rechte sind mit den Menschenrechten gemeint? Ihre Ursprünge reichen weit zurück. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.